Martin. Annabel. Stefan. Mädchen. Eine Wohngemeinschaft ist eine feine Sache. In einer Wohngemeinschaft leben eigenverantwortlich eine Menge Leute zusammen, wie in einer großen Familie. Es wird niemals zusammen gebruncht oder geluncht, es bürgern sich keine Rituale ein und falls doch, werden sie schleunigst wieder abgeschafft. Die Menschen, die willens sind, zusammen eine Wohngemeinschaft zu konstituieren, kennen sich meistens schon seit längerem. Es heißt, dass Wohngemeinschaften, die man mit Unbekannten eingeht, von vornherein dem Untergang geweiht seien. In einer Wohngemeinschaft sollen, wenn möglich, keinerlei über normale Freundschaften hinausgehende Beziehungen unter den Wohnenden gepflegt werden. Man verschätzt sich nicht so arg mit seinen Erwartungen, wenn man einander bereits kennt. Das Vertrauen auf die eigene Menschenkenntnis hilft abzuwägen, wo die Schwächen des anderen liegen, welchen möglichen Konfliktpunkten es vorzubeugen gilt, in welchen Punkten man selbst nicht so verlässlich ist. Kommunikation ist wichtig, aber nur anfangs. Sobald sich einmal alles eingespielt hat, ist die Wohngemeinschaft die beste Form des Zusammenlebens auf der ganzen Welt. Dieser Überzeugung war ich vor einem Jahr. Party! Party! Heute Abend veranstalten wir im trauten Freundeskreis eine Sause. Die Kraft, die in uns wohnt, die Kraft, die uns innewohnt, gibt uns immer einen Grund. Wir brauchen doch keinen Grund zum Feiern. Kommen Lesben. Gleich heute Abend, ruckzuck, angekündigt und schon sind alle willig. Was sollen wir mitbringen? Wir haben nichts. Wir brauchen Wein und Bier. Wein auf Bier, das rate ich dir. Wir brauchen Kuchen und Chili. Alle Bierdosen in die Badewanne, hereinspaziert, hereinspaziert, Getränke links und Gäste rechts. Wir werden euch später zusammen. Ihr darf und soll sogar geraucht werden. Juhu, das macht Laune. Umgehend, sofort, in aller Kürze wird es allen Anwesenden fürchterlich Spaß machen. Wir reiben unsere relevanten Teile aneinander. Das kommt erst später. Wir lassen den Genderwahnsinn ausbrechen, gleich hier am Balkon. Wir führen wichtige Gespräche. Über René Descartes, Vonnegut und Fußball. Wir wissen alles, das können wir gut. Du Schatz aller Beteiligten, du rutschfeuchtes Schneckchen aller Mitternachtseinlagen. Ich liebe Lesben, Prost! Es ist ganz gleich, wer spricht. Wir warten aneinander vorbei. Schwachsinn. Wir haben das doch alle schon einmal gespürt. Das ist egal. Man bildet sich bloß was ein. Ich bild mir sicher nichts ein. Es bohrt. Hier bohren die Essenzen. Hier stöbert es in meiner Magengrube. Schmetterlinge waren gestern. Wenn ich euch nicht hätte, wäre alles anders. Dann, meine Lieben, wäre gar nichts anders. Ich würde gerne manches fragen. Dann frag. Es geht heute nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Wir können helfen. Wir wissen es für dich. Kommst du jetzt mit? Ich könnte auch alleine bleiben. Ja, sicher doch. Es tut mir leid. Alles ist in bester Ordnung. Hast du Lust? Hilf mir doch. Ich gehe vor. Das ist natürlich so. Es kann so schön sein. Wir treffen uns in der Küche. Wir umarmen uns auf dem Flur. Wir kochen auch gemeinsam. Lachen und Weinen sind eng gefühlt. So Liebe umgibt uns. Wir fassen einer den anderen an seine Hand. Ich fühle mich geborgen. Positive Schwingungen haben mir das extrem angetan. Ich glaube wirklich, dass es schön ist. Ich fühle mich, als fühlte ich mich äußerst wohl. Es wird doch immer wieder alles gut. Man muss sich nur ein bisschen in den Griff bekommen. Mein Leben macht mich so geil. Wir leiden aneinander vorbei. Doch gleich, hier und jetzt, wird alles besser werden. Ich kann meine Verzweiflung sich erhängen hören. Ich möchte jetzt was trinken. Wir spiegeln gut. Wir wissen, was wir wollen. Keine Angst. Die Erwartungen sind definitiv hochgesteckt, aber man muss alles einmal ausprobieren. Es ist zumindest einen Versuch wert. Ich stoße ewig, schade, schnell an meine Grenzen. Du bist so tapfer. Alles verläuft zur vollsten Zufriedenheit. Es zählt sich auf jeden Fall aus. Es lohnt sich. Pekuniär und sozial. Erfahrungshorizont technisch. Gesellschaftlich und finanziell. Meine Rede. Experimentell und wagemutig. Gibt es noch Bier? Probeweise. Dazu habe ich noch Hunger. Das kann man aus Erfahrung sagen. Es wäre schön, wenn du die Erfüllung meiner Wünsche in Betracht ziehen könntest. Naturgemäß. Freiheit, die ich meine. Um unsere Lage deutlich zu verbessern. Beehre mich mit deiner Anwesenheit. Wir könnten uns ein Kätzchen zulegen. Eine Massage wäre jetzt ganz wundervoll. Es gibt so Katzen. In so Heimen. Leg dich doch hin. Wir hätten etwas, was uns allen gehört. Du solltest dich entspannen. Es läuft gut. Wir könnten uns entscheiden. Zieh dich doch bitte aus. Dann fällt das leichter. Es würde auf einen von uns gewählten Namen hören. Ja, das ist die Frage. Wir bräuchten Futter
und ein Katzenklo. Entspann dich doch. An jedem Morgen würde Kätzchen Hunger haben und abends wäre Kätzchen müde. Einer Allergie würden wir nicht zustimmen. Kätzchen wäre Haft und Klebstoff. Das fühlt sich gut an. Soll ich das verlängern? Das ist mir einerlei. Ich glaube an Kätzchen. So weich könnte das sein. Ja, weich und schnurrend. Eine gute Wahl. Ich bin überaus begeisterungsfähig, keine Frage. Gleich morgen gibt es Kätzchen, wenn das geht. Vollkommen klar. Puh, ich bin hier fertig. Wir müssen abstimmen. Auf Distanzschulung gehen. Das funktioniert nicht einfach so. Ich kann mich, glaube ich, gut verstellen. Der Weg des geringsten Widerstandes muss hier durch unsere Wohnung führen. Wir diskutieren bald. Will noch wer Bier? Ich hätte sehr gerne etwas. Nur immer her damit. Ich teile ungern. Kann ich schon gehen? Ich verstehe deine Frage nicht. Wie weit ich gehen kann? Ich, immer nur ich. Es kitzelt bereits in meinen Füßen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist noch lange nicht durch. Sozusagen halb gar. Die Vorteile und Nachteile sind immanent. Logisch. Wir reden hier vom höheren Ganzen. Im Allgemeinen sind wir frei. Das Territorium muss verteidigt werden. Augenblicklich ist es kompliziert und schwierig. Damit es uns allen gleich gut geht. Ohne Brimborium verteidigt werden. Na was jetzt? Ich bin dagegen, von vornherein. Ja, ich habe das schon immer gesagt. Mich hat ja keiner gefragt. Ein Bier noch bitte. Das ist jetzt auch nicht mehr egal. Ich liege einfach hier im Bett, denn ich bin traurig. Vielleicht mit Grund. Es ist mein erster Tag. Ich stiere melancholisch an die Wand. Hier tut es weh. Ich habe doch auch schon einmal gewusst, was glücklich macht. Jetzt betrachte ich bloß mich selbst, wie ich hier liege. Bis in die Zehenspitzen fühle ich nichts. Ich liege hier bloß so rum. Ist das jetzt echt? Ich kann mich nicht bewegen. Das ist mein erster Tag. Ich gehe mir nicht ab. Weil ich mir nie sicher bin. Ich habe immer Angst vor allem. Ich fürchte mich nicht ohne Grund. Ich denke, dass man mir nichts vormachen kann. Ich zittere und bebe. Das ist mein zweiter Tag. Weil ich hier nicht sicher bin. Ich stiere traurig an die Decke. Meine Gedanken formieren sich zu Watteschwaden. Die Haut darüber wird schon hart. Ich spüre mich selbst nicht mehr so richtig. Ich könnte ewig hier liegen. Mich nicht mehr bewegen. Wenn ich es wenigstens fassen könnte, dann würde ich gute Vorsätze fassen. Versprechen an mein besseres Selbst. Es ist nicht so, es könnte sich was ändern. Immer schreien alle, es tut in den Ohren weh. Ich muss hier liegen, weil ich nicht anders kann. In einer Nebelwand krieche ich auf allen Vieren. Ich taste nicht, ich kann ja gar nichts finden. Es wird ganz gleich sein. Ich kann mit meinen Handflächen die Decke über meinen Schenkeln glatt streichen. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man das versteht. Ich glaube, ich höre nicht recht. Wir sollten feiern. Ja, wieder einmal etwas gemeinsam tun. Lad alle ein, hol Wein und Bier. Das wäre schön. Fortgesetzt muss das von uns ausgehen. Das kann's ja wohl nicht sein. In einer Wohngemeinschaft muss jeder seiner Pflicht nachkommen. Jeder muss jeden in die Pflicht nehmen. Alle müssen verpflichtet werden, einzeln. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Immer das Gleiche in allen Bereichen. Belanglos reden wir uns die Münder fusselig. Es ändert sich nicht. Wir wollen einen Aufstand planen. Es bleibt immer alles beim Alten. Nutznießer. Parasiten. Schmarotzer. Auf Kosten anderer, nämlich auf Kosten unserer. Das fehlt uns noch. Wir sind uns einig. Das geht uns später ab. Wir geraten ins Hintertreffen. Wir treffen in den Kern. Der Sache. Rigoroser durchgreifen müssen wir. Nicht immer nur lustig sein und feiern. Willst du noch Bier? Ich habe Hunger. Das ließ sich beheben. Bring mir was, irgendwas. Dann bleibe ich dein Schatz. Ich schätze diesen lösungsorientierten Ansatz. Letztendlich gibt es gar nichts zu verlieren. Ich habe das Wort. Du brauchst nichts zu sagen. Ich wollte nicht. Ich kümmere mich schon um dich, hab keine Angst. Die anderen können dir bestätigen. Wo sind die? Die könnten dir das abgewöhnen. Es wird schon alles gut. Ich mache mir auch nur mehr ganz tonlos Sorgen. So ist es gut. Hast du Hunger? Ich habe Hunger. Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt, du hast so wunderbare Haut. Ich habe noch niemals so wunderbare Haut, habe ich nicht. Kann ich dir helfen, ja? Du weißt schon. Ich weiß, es nimmt kein Ende. Ich konzentriere mich auf meinen Alltag. Haben dir die anderen?
Ich flüchte mich in samtenen Rauch. Hast du zu rauchen? Hast du? Ich fühle leichten Schauer, Gänsehaut und Kälte hier am Hals. Kein Grund zur Sorge. Es hat schon alles seinen Grund. Du bist so klug. Ich weiß zu schweigen. Und das ist, was ich meine. Jetzt renn nicht weg. Jetzt bleib bei mir. Ich habe Rechte, so recht, ja? Gleich ist es soweit. In aller Langsamkeit. Ich glaube fest an deine weiche Haut. Auch du wirst davon profitieren. Es gibt einen Mehrwert dieser Situation. Man kann sich mir anvertrauen. Ich weiß schon, was ich tue. Das sagen auch die anderen. Andere vertrauen mir. Ich kann nicht mehr sehen. Ich muss das tun. Das bricht überkommene Strukturen auf. Alles verkommen. Hier in deinem Hirn. Es ist besser, nicht so viel nachzudenken. Bald bist du meiner Meinung. Wirst sehen. Es tut weh. Das hat sein Gutes. Ich kann mich spüren. Sprich es nur aus, dann ist es bald vorüber. Wo ist sie? Ihre Haut war zum Schluss. Hast du sie gesehen? Fast schwarz. Der Gerechtigkeit zuliebe sollten wir gewisse Schlussfolgerungen in Betracht ziehen. Ich erreiche sie nicht. Und wo ist Martin? Ich bin hier. Und wo ist sie? Versuche zur Kontaktaufnahme, verpuffen schnell. Glaub mir, es ist besser so. Du hättest uns was sagen können. Wir sind so eng, wir haben ein ganz besonderes Verhältnis. Du hättest uns fragen können. Ich bin stolz auf euch. In meiner Magengrube grübelt Unwohlsein. Man hat uns zusammengeschweißt. Das war nicht in Ordnung. Ich wollte niemanden belasten. Manche Entscheidungen können nicht frei getroffen werden. Das wäre Illusion. Na, ich weiß nicht. Na, reden wir darüber. Wir sind schon sehr fortgeschritten. Das seid ihr wirklich. Aufgeklärt und fortgeschritten und nichts zu danken. Ich bin allerdings nur spärlich überzeugt. Das ist schon in Ordnung. Wird schon noch. Willst du ein Bier? Ich will ein Bier. Und ich habe Hunger.